Hallo liebe Kopterfreunde, ich befinde mich hier im Entwicklungszentrum in Dresden. Ja, Jogo-Bilder! Monstren, nee, was war das? Mumien, Monstren, Mutationen oder was? Der existiert lange nicht mehr, der Heli. Der hat mich geärgert. Warum Montagsmodell? Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Hey, du schlägst mir die Kappe, ich seh die kaum noch. Aber was dieser Rahmen schon mitgemacht hat, ne? Viele sagen immer so ein Rahmen, mit, also so ein kompletter Rahmen ohne angeschraubte Arme halten nicht. Das ist, glaube ich, sogar nur ein 3mm Rahmen und der hält. So, weiter, so liebe Naturfreunde. Das letzte, hier sitzt das Männchen von den scheuen Drohnenfliegern. Ich bin Jim Mac, Alter. Ich mache hier gerade Naturfilm. Das Männchen bei der Balz setzt sich eine weiße Brille auf. Was soll man an so einem Tag auch Besseres machen? 25. Netzteil, das 25. Ja, genau, ja, den Effekt habe ich auch. Ich habe Piken, hab gesucht. Immer auf den Boden geguckt, ne? Immer auf den Boden. Du gehst nach links, dann kommt das Piepen von rechts. Du gehst nach rechts, dann kommt das Piepen von links. Und dann, das Ding hängt im Baum. Ja, das ist ganz komischer Effekt. Mal. Ganz komischer Effekt. Übungsring. Guck mal, müssen wir zwei Finger durchstecken. Der hält ja nicht mal. Nee, du hast das verkehrt rum gemacht. Müsst ihr mal die kleinen Finger hier zusammen tüdeln. Zum Glück, sonst hätte ich auch ein Problem gehabt gerade. Ja, lieber nicht, genau. Lieber. Ja, vielleicht ist das Kasser noch nicht hoch. Eben, irgendwie. Wenn das ziemlich flach ist. Das wäre der Hammer, wenn ich die Antenne heute finde. Das ist doch ein Jahr her. Nee, wie lange? Mindestens ein Jahr. Ja, das könnte ja, Sommer, Herbst war die das. Die schon echt gefressen. Darf man hier stehen? Ist das geil, der Heli. Ja, das ist, was ist das, Michael? Eine E-235, ne? Das soll eine sein, ja. Mit Fenneströmen. Das hört sich so ein bisschen norwegisch an. Das ist nicht schwedisch, das kommt nicht von Ikea, Fenneströmen, du. Guck mal, leg das schon mal an. Turbinen, ne? Turbinen-Helikopter. Michael, ich finde, du filmst sehr viel. Hier kommt das sehr verdächtig vor. Ist ja höher aus. War es ganz schwer abzuschätzen. Ja, das üben wir noch. Also, man, das Ding ist ja auch nicht groß. Ne? Das sieht in der Kamera, die ist jetzt ungefähr so groß. So groß. Nicht größer. Das ist so gleich. Ah, ich sehe dich doch da. Hallo, liebe Naturfreunde. Hier seht ihr den letzten Indianer von der Sioux. Der sitzt da in seinem Friedensschneidersitz und ist in tiefster Meditation. Dankeschön. Mein Ernst, schaukel nicht so, sonst muss ich brechen. Danke. Schwer verletzt. Umgeknickt. Mit dem Fakumo. Guck mal, hier wachsen komische Bodenpilze, ganz schwarze. Engel fühlt mich hier. Ja? Ich hab das genau im Blick hier, du. Spürst du im Nacken, oder? Nein, ich sehe dich in der Kamera. Das Paddel ist bei Wind nichts. Aber Paddel fliegt geil. Ich bin nach wie vor Paddelflieger. Ja, naja. Je mehr Elektronik, umso weniger kann schief gehen. Ja, andersrum, je mehr Elektronik, umso mehr kann schief gehen. Ja, Michael, jetzt sehe ich dich. Du siehst mich? Hallo. Ich sehe dich. Ach, ja, guck mal, und wenn er rund das Problem ist, also man kann super üben, aber er mag überhaupt keinen Wind und er mag überhaupt nicht sinken. Und wenn man so ein bisschen Übung hat, kann man auch recht präzise fliegen. Er will nicht. Dala, was sagst du dazu? Er will nicht. Ja. Wie siehst du denn aus? Was denn? Moment mal. Du kannst, glaube ich, im Rettungsmod kannst du keinen Negativ-Switch geben. Nee, der will nach oben. Das bestimmt der Rettungsmod. Also kannst du das klicken. Die Rotoren werden sofort stehen. Nach ein paar Sekunden werden die stehen, nehme ich an. Und dann fällt das Ding runter. Aber auch nicht mehr senkrecht oder waagerecht. Irgendwie dann. Ich zeig dir meine Cam oder wie. Ach so. Oh, du wirst immer größer und immer bedrohlicher. Ja, das sieht man doch, aber nicht die Feinheiten. So sieht es aus. Wir wollen doch Jörn mal vorschlagen, dass wir sich endlich mal die Sting kaufen, diese halt hier. Das? Ja.
Ja, ich hatte auch gute Ansätze. Wollen wir mal gucken, wie er das macht, damit wir was abgucken können. Aber das geht auch nur mit der Futaba T14. Ja, mit einer anderen Funk ist das nicht möglich. Nee, die Futaba fliegt von selbst. Da brauchst du eigentlich nur die Hand drauflegen. Genau. Mhm. Da brauchst du nur die Hand drauflegen. So. Das funktioniert einfach immer. Du stellst einen Pannenkopf ein, mit der verzeiht einstellt Fehler kleine. Der fliegt einfach immer einen Pannenkopf. Wenn man nicht grobe Einstellfehler macht und nicht 60 Grad minus einstellt oder so im Pitch-Bereich. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo, das ist nicht schön hier. Doch, das ist. Ich vermisse die Bäume. Die kriegst du noch. Nein. Hau 4S rein und nein, so nicht. Was wie neulich. Einmal Gas geben und die Kiste ist unten, aber er fällt ja weich hier, ne? Es ist ja nicht hart. Ich bin nicht mehr Heli Ernst. Ich bin Quattro Ernst.